So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und wir sind wieder am Start. Heute geht's um Cliff, denn bei Cliff hat ja auch alles gewechselt, beziehungsweise das Pokémon, was man am Ende bekommt und das Pokémon, die Pokémon, die er zum Kampf nimmt. Was immer noch gleich ist, ist, dass er so komisch dasteht, wie ein Verbrecher. Guckt euch den an. Wir stehen sogar schon hier an einem Cliff. Hier kann ich aber die Kamera nirgendwo hinstellen. Deswegen würde ich, glaube ich, darüber... Nee, da ist schon wieder ein Stromkasten. Immer mitten an der Straße, dass man dann auch ja nichts versteht. Wir gucken nochmal, beleben nochmal. Ich glaube, es ist nämlich noch alles tot von den 6 Stops, die ich so hatte. Beleben, bereiten uns vor, gehen nochmal in uns mental. Und dann hauen wir mal auf Cliff drauf, wieder mit dem Team, was ich sonst ursprünglich immer so genommen habe. Ohne drauf zu gucken, was hat er für Pokémon, was muss man nehmen. Einfach schauen, ob es mit der Standardbesetzung auch klappt. Bei Sierra hat das ja geklappt. Ob es bei Cliff klappt? Cliff klappt? Schauen wir uns gleich an. Ich fange noch kurz ein Pokémon und melde mich gleich zurück. So, wir haben nochmal den Standpunkt gewechselt. Dort war mir doch ein bisschen reichlich viel Kreuzung. Jetzt sind wir eigentlich auch direkt hier am Pokestop. Palais der Herzogin Paul. Das seht ihr hier hinter mir. Wenn wir uns mal drehen, ist hier die komische Treppe mit dem Gebäude. Wir stellen euch jetzt aber erstmal hier ab. So. Das sieht gut aus, hoffe ich. Hocken uns wieder zum Kacken auf die Straße. Drehen mal den Stop. Jetzt haben wir so eine ähnliche Haltung wie Cliff selber. Gehen natürlich rein, nehmen unser Team, was wir immer haben. Regi, Rock, Boom. Dann ein Despota. Da habe ich ja immer das Shiny genommen mit 98 Stein, aber jetzt haben wir ja das... Nee, haben wir nicht. Digga, wo ist mein 100er? Mein 100er ist, glaube ich, entweder ist es tot oder sitzt irgendwo in der Arena. Ich glaube, es sitzt in einer Arena. Wir nehmen also das Stein rein und wir nehmen nochmal Kyogre. Da haben wir vorhin gut was weggemacht. Also beim letzten Mal, das ist ja alles nicht an einem Tag gewesen. Nehmen wir noch einen 100er hier mit rein. Die meisten nehmen natürlich wieder Lucario, aber wie gesagt, ich habe einfach kein gutes Riolu, was ich entwickeln kann. Also mache ich die Schilde immer mit Regirock weg. Finde ich nämlich trotzdem genial. Wir müssen nur gucken, ob das was bringt. Dann hier Blacks vom Typ normal. Und wenn es nicht komplett bei uns reinhaut, ja, es zieht eigentlich wenig ab. Da dürften wir auf jeden Fall die 2 Attacken durchbringen, um die 2 Schilde eben wegzulocken. Vielleicht können wir dann auch eine 3. Attacke auf S abfeuern. Ihr seht, immer schön mit Fadenkreuz. Bevor es seine Attacke macht, sind wir schon beim 2. Angriff. Das sieht doch gut aus. So kann ich auch den Plan umsetzen, dass ich ein Schild mitnehme fürs nächste Pokémon und das Regirock dann draufgehen lasse. Einmal müssen wir es natürlich, ein Schild müssen wir verbrauchen, damit wir auch mal die Attacke vom Regirock nutzen können. Wir wollen ja gucken, ob das reinhaut. Wenn es natürlich jetzt wieder so lang braucht, kann es vielleicht sein, dass wir sogar 2 Attacken vom Regirock hintereinander machen können, bevor es seine Attacke macht. Wenn das funktionieren würde, wäre das Darmierblex auch schon tot. Komm, es füllt sich und. Zack, so muss das sein hier. Steinkante hinterher auf Nüschel. Dann liegt es in der Ecke. Da kann es nichts machen. Jetzt, ja gut, es ist auch doof. Jetzt würde es ja im Prinzip seinen Ladebalken füllen, bis mein Regirock tot ist. Und dann kann es seine Spezialattacke gleich direkt beim nächsten Pokémon machen. Jetzt müssen wir schlau sein. Am besten schnell das Knogger weghauen. Aber gut, wir haben ja noch ein Schild übrig. Wir nehmen jetzt natürlich das Kyogre, Wasser gegen Boden. Das müsste schlau sein. Und vielleicht ist es dann schon tot, bevor es seinen Move machen kann. Wenn nicht, wir nehmen die Ladeattacke mit. Wir lassen es drauf ankommen. Hat funktioniert ohne Ladeattacke. Schild haben wir auch noch. Wenn es Ladeattacke machen will, wir gucken mal, was es reinnimmt. Sumpex, nicht gut. Auch fürs Despota nicht gut, Sumpex, aber Wasser gegen Wasser. Obwohl, Sumpex hat auch Boden. Das heißt, ne, wir machen trotzdem kaum Schaden. Wir hauen einfach den 2. Surfer hinten drauf. Denn das Despota hat es dann schwer gegen das Sumpex. Aber wir stecken ja gut was weg mit dem dicken Fisch. Knallen drauf.
Hoffentlich knallen wir nochmal drauf, bevor es tot ist. Los, mach doch was! Wir haben das dritte Mal Surfer. Es hat noch keine Attacke gemacht. Noch keine Ladeattacke. Wir haben immer noch ein Schild. Das sieht gut aus. Boom. Und es ist weg. Hossa. Da hat sich schon gelegt. Wunderbar. So muss das sein. Also wie immer, kein Problem. Ne? Die können ihre Viecher wechseln, wie sie wollen. 1000 Sternenstaub. 4 Beleber, das ist aber schön, die kann ich wieder wegschmeißen. 717 bin ich jetzt. Ich frage mich immer noch, wie die Leute das machen, die 1500 und mehr Rocket Stops haben. Und ein, leider kein Shiny, aber ein Krypto Damia Plex. Wie gesagt, kann ja jetzt auch Shiny sein. Wir stellen es nochmal kurz ab zum Fangen. Gehen da auf Nummer sicher. Haben ja nur 8 Bälle. Großartig getroffen. Dürfte aber trotzdem relativ fix drin bleiben. Genau, beim ersten Ball nämlich. Das sieht doch gut aus. Jetzt fehlt nur noch Alo. Aber auf den habe ich heute keinen Bock mehr. Den machen wir dann morgen irgendwann. Und dann laden wir das Video in 10 Jahren irgendwann hoch. 15, Angriff, das ist okay. Morgen ist nämlich Samstag. Da ist nämlich dieses Regi-Eis-Event. Das heißt, ich werde wahrscheinlich morgen das Regi-Eis-Event direkt hochladen und dann die 3 Rocket-Bosse, die 3 Videos nach dem Regi-Eis-Event machen. Ihr seht das also wieder in komplett falscher Reihenfolge. Nicht wundern, immer alles durcheinander. Das war's aber von meiner Seite aus. Habt ihr auch schon Damia Plex, Krypto Damia Plex? Habt ihr vielleicht sogar schon ein Shiny Krypto Damia Plex oder ein normales Shiny Damia Plex? Schreibt es mal in die Kommentare. Manche haben das ja aus Raids, manche haben das wild, manche haben das aus Eiern. Woher habt ihr es? Aus Bayern? Schreibt es in die Kommentare. Das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses.